Hallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir sind noch zugange hier in unserem kleinen Kabuff und bauen kleine Mini-Fassadenhäuschen, damit das Fahrgeschäft einfach lustiger wird. Und ich habe mir so gedacht, diese Musik, ne, sie ist zwar lustig, aber ganz ehrlich, ich kann sie auch nicht mehr hören. Und ich finde, sie ist auch nicht sehr piratisch. Haben wir was anderes? Hütten-Solo, nee. Wollen wir denn die Piraten da? Vielleicht haben wir da irgendwas. Das ist zu düster. Das klingt auch so düster. Jetzt ist vorbei. Wir müssen mal eben auf die nächsten Gäste warten, damit wir das Lied hören. Aber ich glaube, das ist eins von den Liedern, was die Piratenband unten auf der Bühne spielt, ne? Wenn ich das gerade noch so richtig rausgehört habe. Wir warten mal eben. So, kommt, los, schneller. Ab, 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 ab. Ich muss die Musik testen. Lauft! Ich frage mich, ob man hier das Holz in der Mitte noch ändern kann, farblich. Das hier, das ist mir ein bisschen zu gelb. Ich weiß nicht, ob das mit denen hier verbunden ist, weil das ist die gleiche Farbe wie das. Und das ist die gleiche Farbe wie das, glaube ich. Müssen wir auch gleich mal hier gucken, ob wir das noch, das Holz hier ändern können. So, los geht's. Guck mal, hier ist noch voll viel leer. Warum macht ihr das Ding nicht voll? Müssen wir gleich auch ändern. Ich will mal eben die Musik aus. Ja, volle Besetzung ist doch drin. Dann lass doch auch direkt so viele rein, wie reinpassen. Hä? Muss ich nicht verstehen, ne? Genau, schön voll machen hier. Da ist noch Platz frei. Unglaublich. Ja. Das ist eins von den Liedern, was die Piratenband spielt. Ist vielleicht auch ganz lustig hier. Das fand ich schon ganz gut, ne? Haben wir noch was anderes Piratenmäßiges? Ja, Piraten. Ich dachte, das ist das von dem, ne? Ist auch irgendwie zu, ne? Psst, leise, wir hören nichts. Nee, ich glaube, das, was wir da jetzt haben, das ist schon ganz okay. Das ist auch zu actionreich. Nee. Das Lied ist, glaube ich, schon ganz cool. So, jetzt versuchen wir mal hier die Farbe zu ändern. Ist das auch? Nein, es ist nicht das Holz. Schade. Hier, nehmen wir mal die Farbe. Die ist, glaube ich, ein bisschen schöner. Da kann man die, glaube ich, nicht ändern. Weil das sind alles dann halt nur diese Wagen. Ja gut, müssen wir damit leben, dass wir, dass das halt so gelblich ist. Vielleicht kann man das irgendwie anderweitig noch verstecken. Müssen wir da mal ausprobieren. Oh, jetzt gehen alle wieder raus. Vielen Dank, dass die mitgefahren sind. Okay, dann kümmern wir uns jetzt weiter hier um das Gebäude bauen. Guck mal, ich habe noch das Piratending drin. Das ist schon mal gut, denn wir brauchen Beleuchtung. Da, ich wollte gerade sagen, ist die Beleuchtung nicht hier? So, eine Lampe. Schon mal gut. Ja, die anderen Sachen jetzt hier gerade nicht so praktisch, ne?
Müssen wir den Filter vielleicht doch rausnehmen, vor allem weil wir ja auch Fenster und Türen brauchen und die zählen nicht unter den Filter Piraten. Warum auch immer. Okay, hier wird eine normale Holztür passen. Die müssten wir eigentlich dahin machen, wo die Lampe ist, ne? So, und ein Fenster. Boah, das ist doch schon cool. Okay, jetzt wird natürlich lustig. Wie machen wir hier ein Dach drauf? Auf dieses Gebäude, was wir gestaltet haben. Wobei, erstmal möchte ich hier noch Balken platzieren an den Ecken. Die würden natürlich gehen. Oh, ihr seid natürlich noch perfekt. Perfekter. Auch von der Höhe, ne? Sehr schön, sehr schön. So. Das finde ich schon mal gut. Ja, Dach. Wie machen wir das Dach? Funktionierst du? Zumindest für hier vorne würde es funktionieren. Da hinten kann ja eigentlich offen bleiben. Das sieht ja kein Mensch, ne? Voll am Schummeln hier. So. Nein, Kamera. Wir haben da natürlich die Lücken. Kriegen wir jetzt nicht, ne? Also ich sag mal, wenn wir... halt hier vorne raus. Das würde nicht funktionieren. Kriegen wir da hinten die Lücken kaschiert? Hiermit vielleicht? Mal bis zur Wand. Könnte gehen. Weil du müsstest dich dann einmal umdrehen. Wie gesagt, von oben ist ja egal, wie es aussieht. Es muss halt aus Zuschauerperspektive gut aussehen. So. Da ist die Wand. Doch, das sieht von unten auch gut aus. Doch, doch, das ist okay. So, irgendwas jetzt noch da oben drauf. Dachtechnisch. Haben wir da irgendwas? Das sieht doof aus. Na. Verlassen Sie dies. Das könnte man machen. Zumindest so aus der Perspektive. Von hier müssten wir gucken, wie wir das kaschiert bekommen. Aber wenn wir das Dach hier eh nicht so hoch machen, dann sähe man das nicht mehr, ne? Oh, das wäre dann eine schöne Idee. Moment. Wir brauchen das Teil, was da in die Lücke passt. Am besten ja auch Holz. Warum gehe ich dann so weit runter? Du bist zu spitz. Oh, das finde ich cool. Das finde ich echt cool.
Fertig, bitte. Danke. Müssen wir gucken, wie wir hier die Seiten noch verbauen. Ich hier so ein Stück überhängen. Du bist aber nicht das Element, was da dann perfekt wäre. Was müsste denn dann da hin? Oh, das wird jetzt schwer. Oder müssten wir doch, sag ich mal, an dem Gebäude anbauen? Das ist jetzt doof. Nee, das macht auch keinen Sinn. Ich glaube, die Ecke ist schon dann mit das Beste. Dann müsste man halt das Holzding da vielleicht nochmal verschieben. Also wir probieren das mal. So. Das hat man natürlich von unten. Da eine Lücke. Und wenn wir hier aber schon mal sagen, dass wir hier was glatt drüber ziehen. Dann gucken wir, ob das passt. Ach, guck mal, das müsste passen, ne? Sieht man. Ja, auch guck mal, das finde ich perfekt. Warte mal, dann machen wir das hier schon mal. Ja, wir müssen die Warteschlange noch gestalten. Die können wir jetzt nicht komplett zubauen. Aber man sieht es nicht, dass wir hier so ein Gebilde gebaut haben. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da vielleicht die Lücke kaschiert kriegen. Was würde sich da empfehlen? Hehe. Wo waren die Holzdinger? Da kommen sie. Sehr schön. Hallo? Wo bist du? Wo willst du hin? Nehmen Sie bitte hier, wo wir sie auch brauchen. Dankeschön. Den nix. Okay, also der müsste ja, wenn. Gott. Hier, sag ich mal, hin. Wir platzieren ihn mal, um zu gucken. Würde nicht sehr viel Sinn machen, ne? Haben wir irgendwas anderes, was man da drunter setzen kann? Wir schnappen uns nochmal hier den Kollegen. Ja, genau. So, danke schön. Habe ich Winkel an? Ich habe Winkel an. So. Ist nicht gerade. Herzlichen Glückwunsch. So. Oh, das ist hier wieder ein Gefummelze. So, wenn wir dich jetzt ordentlich in die Lücke. Ach, du bist von oben und unten hier gleich, oder was? Naja, gut. Oder bin ich nur wieder doof? Nee, ist anders. So, nee.
So wäre auf jeden Fall schon mal für die Ecke ganz gut. Hier, das ist dann... Komm, das ist dann egal. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das hier auch einmal richtig gedreht bekommen. So. Ich glaube... So. Mach mal hier weg. Doch, das sieht auch von unten ganz cool aus. Also das Gestell hier ist jetzt halt so ein bisschen... Nee. Aber das können wir ja noch verschieben. Das ist ja nicht das Problem. So. Dass es vielleicht mehr hier vorne steht. Und dann kann man dahinter vielleicht noch mit Szenerieobjekten... nee, warte mal. Diese Fahrgeschäfte immer, ne? Ich wollte doch nur das Brett dahin. Dankeschön. Das müssten wir nämlich eventuell doch dann in der breiteren Variante nehmen. So. Bitte einmal... toll, wo haben wir die? Wir haben die Farbe nicht. Nein, jetzt habe ich es platziert. Nein, jetzt habe ich... Danke. Ich brauche von dir einmal das Braun. Dann darf ich dich löschen. Dann brauchen wir dich und müssen dich einfärben. Ha, so. Okay. Ja, besser. Sehr gut. Und wenn wir da jetzt ein paar... ja, wir machen gleich Szenerieobjekte, aber ich hätte gerne noch ein bisschen Grünzeug dahinter. Ein bisschen mickrig. Ein bisschen besser. Dankeschön. So. Und davor können jetzt... ne, bitte, wir machen mal wieder alles. Machen den Filter wieder rein. Oh. So, davor können nämlich jetzt so ein paar Fässer hin. Na, einfach Deko-Objekte. Da auch. Vielleicht ein bisschen weiter vorne. Dann hier unser kleines Knupsi-Fass. Geht immer. Vielleicht noch so eine Lampe. Die ist hässlich dafür. Wo ist die Runde? Da. Die passt da doch so schön drauf. Perfekt. Das sieht schon mal gut aus. Würde ich sagen, das lassen wir schon mal so. Jetzt kriegt das Gebäude hier schon mal eine Tür und Fenster. Was nehmen wir denn da für eine schöne Tür? Am besten ja auch entweder etwas Holziges. Die vielleicht. Die passt da sehr gut in diese Nische. Warte mal, wenn wir dich nach hinten schieben. Habe ich befürchtet. Die können wir nicht groß nach hinten schieben. Wie siehst du von der Rückseite aus? Nicht wie eine Tür. Sondern mehr wie eine Steinwand. Aber man könnte... Oh, wartet, wartet. Ich habe Idee. Warte mal, wenn wir das ein bisschen wieder auch runterziehen. So. Oh ne, warte, ich wollte hier drin bleiben. Und davor setzen wir jetzt... Ja, du müsstest dich natürlich umdrehen. Du bist sehr viel kleiner, ne? Du bist sehr viel kleiner. Haben wir eine andere Tür? Nee, du bist auch sehr viel kleiner. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ich dachte, das könnte man so als schönen Rahmen nehmen. Wobei kann man ja trotzdem... Moment. Nee, du bist einfach viel zu klein. Ich habe bei dem anderen Gebäude schon genommen. Du bist zu groß. Du bist auch nicht schön. Ich meckere nur mit den Türen rum heute. So, okay, nehmen wir die einfach. So. Ich hätte aber gerne hier ein anderes Braun. Danke dafür. So, wenn wir jetzt das Ding hier hinten so weit runterschieben. Ja.
Kann man das... Nee, kann man nicht entfernen. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Finde ich so aber schon mal sehr gut. Nein, ich hätte gerne die Tür. Kann ich dich noch ein Stück nach hinten schieben? Ja, nee, nicht so ganz. Okay, Fenster bitte noch. Und dann ist das Gebäude, würde ich sagen, auch soweit schon mal fertig. Vielleicht noch ein bisschen Beleuchtung. Ihr seid zu groß. Ja, habe ich befürchtet. Mir gefällt das auch nicht mit den Gittern da drin, ne? Wobei es würde passen. Oder man nimmt es wieder als Rahmen und haut wieder ein anderes Fenster rein. Warte mal, das könnte... Du bist zu groß. Das kriegen wir nicht hin. Nee. Nee, das sieht alles... Das würde gehen. Würde dich auch braun machen. Ja, aber dann können wir... Können wir auch einfach nur das da nehmen. So. Weit wie es geht. Dankeschön. So, habe ich Winkel, habe ich an. Sehr gut. Oder? Geht. Kann man machen. Haben wir noch ein schönes Lämpchen. Beleuchtung. Da bist du. Würde ich hier so oben über die Tür setzen. Das passt auch. So vom... Von dem Dach her. Das finde ich sehr gut. Schön. Ach, guck mal, das, also das Haus, ne? Da bin ich voll happy mit. Das ist so süß geworden. Schön. Jetzt hätte ich hier gerne noch irgendwie Fässer. Mehr Fässer brauchen wir. In der Hoffnung, dass die Menschen da nicht durchlaufen. Oh, das wird richtig cool, ne? So habe ich... Ganz ehrlich, so wie das, was wir hier gerade fabrizieren, habe ich mir diesen kompletten Bereich vorgestellt. Er ist irgendwie eskaliert und anders geworden. Aber so hutzelig und stuffig wollte ich das haben. Und jetzt haben wir hier so... Auch schön. Aber nicht das, was ich wollte. Okay. Nicht schlimm. Wir kriegen es ja jetzt hier irgendwie hin. Wir müssen auch noch überlegen, wie wir... Oh, wir haben noch 4 Wände zu verkleiden, ne? Eieiei, okay. Dann machen wir in der nächsten Folge mit dem Häuschen weiter. Gucken, was wir dann hier irgendwie noch gestalten, was in die Mitte noch kann. Also wir werden noch ein Weilchen hier an diesem Fahrgeschäft sitzen, auf jeden Fall. Aber wenn ich mir hier da diese Ecke schon ansehe, glaube ich, wird das am Ende sehr, sehr, sehr cool. Das gefällt mir schon sehr gut. Bringt eine richtig coole Atmosphäre, wenn man dann hier mit fährt. Das, ah, doch, doch. Da bin ich sehr glücklich mit. Okay, da bedanke ich mich aber an dieser Stelle wie immer fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüsseli!